Die 12 zum Große und willkommen zurück zu Let's Play Sternenschweif. Wir sind im Sumpf des Vergessens und bekämpfen hier alle Sumpfranzen und Orks, die wir auffinden. Oder Zombies. So, und werden hoffentlich in diesem Video alle erlegen können. Ihr erkennt einen Karren, der erst wenige Tage hier zu stehen scheint. Von den Besitzern sind nur wenige Knochen zu entdecken. Nichts deutet darauf hin, was sich hier abgespielt haben könnte. Ja, Wasserschläuche brauchen wir nicht. Pfeile, 20 Stück, die nehmen wir mit. Ja, 15 Dukaten, da sagen wir natürlich auch nicht nein. Können wir dann direkt wieder den Göttern geben. So. Hier hat er mal 20 Pfeile. Ah, dann springt seine Bewegung runter. Das ist nicht so gut. Dann nehmen wir mal einen von denen und geben den ihr. So, dann sind ihre Bewegungspunkte noch so hoch. Na gut, egal. So, hier ist schon mal nichts. Und ein nächster Angriff. Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. Volle Möhre. Tja, wir haben gar nichts verloren, wie man sieht. Also da sind die Kämpfe jetzt echt einfach viel zu einfach. Und da werde ich das jetzt nicht groß zeigen, wie ich simpel auf die drauf haue. Ja, wieder eine Sumpfotter. So. Okay. Kampf brechen. Nein. Oh, da hier hat Aslife ziemlich Schaden genommen, wie man sieht. Sind auch ein paar mehr gewesen. Aber das ist kein Problem. Der ist auch wieder mal ziemlich betrunken. Sehr wahrscheinlich ist er gestolpert oder sowas. Ah, ist wieder nüchtern. Das gefällt mir gar nicht. Hier. Oh, super. Yeah. Eine Flasche Schnaps. Perfekto. Gegenstand wegwerfen. So, sie ist natürlich wieder in den Nahkampf gegangen. Das war wieder so typisch. So, hier hat sie noch einen Wurfstern. Der Miller. Zack, die legen wir alle darüber. Ja, nimm die mal alle. Und jetzt isst er mal ein paar Einbärchen hier. Lecker Beeren. Ja, nicht, dass ich dann gleich wieder nüchtern werde. So, 45 reicht aus. Da ist ein komisches Lager, wie wir sehen. Da werden wir noch nicht hingehen. Und auch sehr seltsam hier diese Gebilde, die hier sind, mit diesen komischen schwarzen Augen. Hier steckt Magie hinter. Sehr alte Magie. Wer weiß, was hier alles noch haust in diesem Sumpf. Der Vorteil ist halt auch, dass man später wieder in diesen Sumpf rein muss, dann aber nur noch vier Leute bei sich hat, es sei denn, man wendet so einen Trick an und nimmt zwei NPCs mit, die man irgendwo später absetzt. Aber Orks. Computerkampf. Kampf berechnen. Nein. Und dadurch dezimiere ich jetzt schon mal alle Feinde, die hier sind, damit da später nicht mehr ein Kampf entsteht. Durch den ganzen Sumpf reisen werde ich sowieso nicht mehr später. Wenn ich ihn erstmal einmal erforscht habe, werde ich dann auch mich hier mit transversales Teleport, dem Teleportationszauber bewegen. Sonst ist mir das hier auch zu weit von der Strecke.
Tja, definitiv viel zu schwach, die Gegner. Das bisschen, was ich hier verliere, das ist nicht der Rede wert. Die paar Einbären. Könnte ich allein mit den 15 Dukaten, die ich kriege, mir Einbären für holen. Und das würde schon ausreichen. So. Also in der Mitte des Sumpfes ist dieser komische, ja, wer auch immer das gemacht hat, sehr wahrscheinlich irgendwelche Echsenviecher, die hier gewohnt haben vor tausenden von Jahren. Man muss bedenken, kleine Info am Rand, die herrschende Rasse. Oh, der Miller Azilla findet eine Portion Belmat. Hm, Azilla ist klein geschrieben. Oh. Name ändern, was habe ich denn da gemacht? Ja, Miller-Zilla. So. Das war noch zu Zeiten der Drachen gewesen. Die Menschen waren noch gar nicht so hier etabliert in Aventurien. Und dadurch sind das hier natürlich überall auf Aventurien noch verstreut. Die wurden dann später von den Menschen, die sich angesiedelt haben, die kamen aus dem Güldenland, das ist im Westen Kontinent, Mirandor auch genannt, und die sind hier rübergekommen und haben sich hier angesiedelt, die Menschen. Und haben durch Kriege und was weiß ich, auch durch die Zwerge, die hier waren, wurden die Echsen über die Jahrtausende halt in den Süden verdrängt. So, soweit so gut. Hier ist Wasser, hier könnte ich zwar noch durchtauchen und was weiter hoch, aber ich gehe jetzt weiter hier unten lang, würde ich sagen. Und zwar dahin. Gehen wir gerade das Stück? Ah ne, hier habe ich noch was vergessen. Ja, dann gehen wir gerade das Stück. Und das wird irgendein übergebliebener Tempel von denen sein. So, hier muss das irgendwo sein, was mir fehlt. Ah, hier. Da drüber hätte ich gemusst, nach Norden. Ist noch eine Stelle. Oh, der Miller sieht gar nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Hier, Glorana, Talent anwenden, Krankheit heilen. Der Miller Azilla. Ich kann bei der Miller Azilla keine Krankheit feststellen, mein Glorana. Was? Die sieht gar nicht gut aus. Was ist das denn hier? Vergiftet. Ach du Jemini. Okay. Was hilft gegen Vergiftung? Talent anwenden. Ich hoffe, sie hat die richtigen Zutaten dafür. Das wäre nämlich sonst echt schlecht. Gegenstand wegwerfen. 01. Hm. Talent anwenden. Krank. Nicht Krankheit heilen. Damit ein Gift heilen. Damilla Azilla. Zaza gedan. Damilla kann das Gift in Damilla Azillas Adern stoppen. Hm. Ja, helf mal. Wie viele Lebenspunkte sollen geheilt werden? Hm. 2. Supi. Hauptsache, sie ist wieder geheilt. Ja, mir geht's so gut. Okidoki. So. Zwei Sumpfranzen, ist klar.
Als ihr zwischen die seltsamen aussehenden Bauten tretet, stehen euch etwa zwei Dutzend seltsamer Wesen gegenüber. Aufrecht auf den Hinterbeinen stehend sehen sie ansonsten wie Salamander aus. Nur dass Salamander keine dreizackigen Speere in den Händen zu halten pflegen. Mit vorsichtigen Schritten kommt das vorderste der Echsenwesen auf euch zu und beginnt mit zischelnden und kaum verständlicher Stimme zu reden. Wir heißen euch nicht in Anzel, weil... Achso, ja, muss man jetzt sagen, wenn keiner aus der Gruppe in Sprachen so bewandert ist, dann würde das jetzt alles falsch ankommen, die Wörter, und wäre verschlüsselt. Wir heißen euch nicht in Answell willkommen, Fremde. Zu viele meines Volkes haben schon gelitten. Wenn ihr hier jedoch rasten wollt, sucht euch einen Platz östlich von hier, bei den Ruinen. Dort solltet ihr sicher sein. Ja. Aber wir brauchen eure Hilfe. Habt Dank für Ihr Angebot, wir werden euren Wunsch respektieren. Wir helfen niemandem, da uns niemand hilft. Und wenn wir euch helfen würden? Der Ex betrachtet euch lange, dann dreht er sich zu seinen Leuten um und sie beginnen ein kurzes Gespräch, das mehr nach dem Zischen einer Schlange und dem Gurgeln des Sumpfwassers klingt, als nach Worten. Als er sich wieder zu euch umdreht, ist seine Miene nichts zu entnehmen, aber das Grün seines Rückkammes ist etwas dunkler geworden. Mitten im Sumpf, östlich von hier, lebt ein großes Untier, das viele unserer Eier gefressen hat. Tötet es, und wir werden euch helfen. Nach diesen Worten dreht er sich um, und die Echsen zerstreuen sich, sichtlich bemüht, euch aus dem Weg zu gehen. Ja, im Osten, und zwar hier bei diesen Ruinen, ist dieses Monster. Da werden wir gleich mal hingehen. Aber vorerst erforschen wir noch weiter hier den Platz, wo wir hier sind. Also das sind die Hütten von denen, soll das darstellen. Ja, es ist nicht überragend grafisch, aber man muss ein bisschen Fantasie haben bei dem Spiel. Und es war eigentlich auch ganz nett zu der Zeit. Es war zwar nicht mehr auf seiner Höhe, wenn man dann so Final Fantasy oder sowas gesehen hat, auf der PlayStation 1 zu dem Zeitpunkt. Da gab es dann schon wesentlich schönere Sachen, besonders so die gerenderten Videos. Aber... das hier war einfach viel geiler, das Spiel. Ich bin auch nicht so ein riesen Japano-Rollenspiel-Fan, obwohl ich da einige von durchgespielt habe. Die haben mich eigentlich nie so ganz begeistert, obwohl ich ein großer Anime-Fan bin. So. Ich hoffe, das war alles. Ja, halbwegs erforscht. Wir können hier oben noch durch das Wasser weiter. Das werden wir aber, glaube ich, erst... ja, das machen wir im nächsten Video. Genau. Machen wir hier einen Break. Speichern. Neu. Ja. Let's Play 18. Die Zwölfe mit euch. Nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.